Folge. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen wunderbaren Stream. Wie gut ist Sunny spielt heute auf veränderter Hardware mit einem fremden Controller. Und wir kämpfen gerade noch so mit dem kleinsten Problem, aber es lag daran, weil LiveSplit nicht aktiviert war. Okay, so. Aber jetzt starten wir durch. Und nochmal Hallo an alle. Viel Glück, Sunny. Ja, danke schön. Und ich sage natürlich auch nochmal einen wunderschönen guten Abend an alle, die vielleicht auch im Stehen zuschauen bisher. Ich pinkel im Stehen. Im Stillen. Ach so. Ach, Basti. Das war jetzt wirklich unter der Schublade, oder? Ich kann nur sagen, wir haben vorhin Austin Powers geguckt und ich glaube, das nimmt gerade so ein bisschen Einfluss. Das könnte ich noch fast sagen, das lasse ich nicht. So. Das wollte ich Ausfluss sagen, aber das ist egal. Okay, jetzt haben wir das Niveau-Level von PK erreicht. Und ich glaube, ihr hört die Buttons ganz schön. Sunny ist auf jeden Fall fleißig am Button smashen. Und ich werde jetzt einfach den Kommentator spielen. Mhm. Und sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen einen Mario, der verzweifelt darum ringt, ganz schnell seine Sterne zu sammeln. Und zack, nimmt sie Anlauf, will durch die Tür, rennt gegen die Wand, hat es aber doch geschafft, nimmt Anlauf und schwupps, verschwindet im Bild. Und startet in ihr erstes Abenteuer, klickt sich durch den Text, den sie sowieso nicht lesen kann. Und rennt und rennt und rennt. Wir wollen ihr natürlich alle Daumen drücken und da zeigt sie uns ihr wunderschönes Schuhchen. Nee, 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 nee. Das sind natürlich die Alpen im Pilzkönigreich. Nee, 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 nee. So, König Bob Omb ist natürlich jetzt dran. Muss jetzt. Ups. Das haben wir alle nicht gesehen. Sie greift König Bomb um an seinen Allerwertesten und versucht, ihn die Leviten zu lesen. Oder zu lehren. Wie auch immer. Beides, beides. Genau. Ich kann jetzt hier natürlich nicht sehen, wie meine Splits so sind. Das ist natürlich etwas ungewohnt. Ja, das tut mir natürlich leid. Da sind wir ja ein bisschen spontan und unvorbereitet. Aber wir werden es einfach so durchziehen. Na klar. I'm ready for you this time. Was dir am Mischpult, das kann nur gefährlich werden heute. Oh ja. Hat er sonst nichts zu tun? Hätte die Bombe mal die Güte, mit mir zu reden? Jenga, Leute, Jenga! Du lässt auch wieder kein Steinchen auf dem anderen, ne? Nope. Kann ich jetzt wenigstens mal in Ruhe mit Roman endlich mal... Ich wusste, dass das böse endet. Oh Mann, Sunny. Ja, ich kann da nichts für. Die Bombe hat den Kettenhund in die Luft gejagt. Wir hatten vorhin im Probespielen, hatten wir echt so eine Angesicht-zu-Angesicht-Situation. Das war echt witzig. Gerne, Roman, gerne. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ach nee, das war scheiße. Das war scheiße. Es gibt ja noch einen Stern, den ich da holen kann. Das ist jetzt natürlich der Nachteil dabei, dass ich meine Route nicht vor Augen habe. Ja, das ist, man hat keine Orientierung, wie man sie sonst hat, ne? Ja. Aber auch wenn ich heute keine Bestzeit aufstelle, geht es auch einfach mal darum, euch zu unterhalten. Genau.
Das ist ja die Hauptsache. Es geht halt wirklich nicht um eine Bestzeit. Das ist heute einfach außer der Reihe. Just for fun. Genau so sieht's aus. Auch damit wir ein bisschen was zum Lachen. Here we go! Mhm. Gerne, Roman, gerne. Ach, wie lange wir uns heute mit den Texturen rumgeschlagen haben, was überhaupt zu keinem Erfolg gebracht hat. Ja, allerdings. Das hat leider nichts gebracht. Sonst hätten wir euch das Spiel jetzt in richtig schöner Pracht gezeigt. Genau, mit richtig voller die Texturen und alle. Aber jetzt haben wir halt die internen Filter genommen und das macht auch schon eine ganze Menge aus. Auch wenn man jetzt wirklich sieht, was 2D-Texturen sind. Ja. Ihr seht ja jetzt sozusagen jede Kante. Genau. Aber hey, man muss immer wieder sagen, das ist halt, das sind halt die ersten 3D-Geschichten von Nintendo. Nein, stimmt nicht. Der Virtual Boy war der erste. Der war gut, Sunny. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Kriegst du davon ein Federchen. Ja, so muss es sein, so muss es sein. Jetzt hier sind natürlich die 70 Sterne. Genauso wie in meinem normalen Run. Genau, nur eben auf unbestimmter Zeit. Jo. Nee. Zumal muss man auch sagen, für Sunny erschwerte Bedingungen, weil sie eben nicht an ihrer gewohnten Hardware hängt und auch nicht den gewohnten Controller in der Hand hat. Jo, aber ich hatte ein bisschen Zeit, mich mit Bastis Controller anzufreunden. Das ist gut. Und ich denke, es geht auch schon ganz gut. Vor allen Dingen haben wir das Problem gelöst, was Basti bisher immer hatte, dass er beim Fliegen immer eine Stampfattacke gemacht hat. Ja, es war einfach bloß eine simple Doppelbelegung. Ja. Danke, Roman. Wir werden mal schauen, wie lange das bleibt. Sonja hat sich ja schon mit einem guten Tee gestärkt und ja. Mit Nougat-Plätzchen. Basti ist wirklich nett zu mir, das kann man nicht anders sagen. Selbstverständlich sein. Ich bin generell sehr gastfreundlich und möchte halt auch, dass sich mein Besuch hier wohlfühlt. Das tue ich, auf jeden Fall. Auch wenn ich wahrscheinlich viel zu viel Lebensmittel eingekauft habe, aber es wird ja nicht schlecht. Du meinst es einfach gut. Ich danke dir, Roman. Weil ich sage mir lieber ein bisschen mehr dafür Auswahl. Ach, da bin ich hängen geblieben. Macht aber nichts. Hat mal ja gestern einen wundervollen Auflauf gehabt. Ja, der hat sehr gut geschmeckt. War auch sehr mächtig. Ja, heute hatten wir eigentlich Burger geplant, aber wir beide sind noch so satt vom Frühstück und vom Kuchen, ja, dass wir das verplant haben. Ja, auch viel getrunken, ne? Das macht natürlich auch satt. Ja. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal den anderen Weg, ist auch egal. War auf jeden Fall ein Satz mit X. Denn das war wohl nix. Gib mir doch die Münze, genau. So. Nein. Okay, manchmal habe ich noch so leichte Probleme mit dem Stick. Verständlich. Dennoch aber schlägst du dich wirklich gut. Danke, danke.
Ich meine, 6 Sterne in unter 10 Minuten finde ich schon mal perfekt. Naja, eigentlich entscheidet er darüber, ne, wenn Sunny heute unter einer gewissen Zeit ist, dann kriegt sie morgen was zu essen. Wenn sie natürlich über der Zeit ist, dann muss sie morgen leider hungern, dann gibt es erst Dienstag wieder was. Dann werde ich mich, werde ich mich natürlich dann an den Tisch setzen und dir dann was vorkauen. Na warte. Also, was hat er gesagt vorhin? 1 Stunde 13? Ich lasse das einfach mal unkommentiert. Ich dachte, du bist jetzt durchgefallen irgendwie. Gut, das Thema Durchfallen hatten wir ja vorhin schon. Ja. Also nicht Durchfall, Roman, ne? Durchfallen. Ja? So. Ach ja, die Eule. Na, pass auf, dass sie dir nicht auf den, auf den Kopf kackt, ne? Schuh! Bäh! Kack, da! Sie drückt schon ab. Der ist gleich... Nein, Glück gehabt. Aber wenn sie jetzt abdrückt, wird es direkt in deinem Gesicht landen. Oh Mann, jetzt habe ich dich abgelenkt. Nein, hast du nicht. Das war einfach scheiße von mir. Scheiß Eule. Da ist sie. Gut. Ich muss mich einfach noch dran gewöhnen. Dein Joystick ist halt etwas sensibler. Daran habe ich mich noch nicht ganz gewöhnt. Zumal du auch anfangs ja auch ein bisschen Probleme hattest mit dem Druckpunkt der Tasten. Ne? Ja. Vor allen Dingen der Wandsprung ist mir dadurch nicht immer gelungen. Sensibel? Ich? Na, niemals! Aber ich bin schüchtern. Total. Ja. Und sowas von verklemmt. Ja. Brüde. Du wartest immer noch drauf, dass ich auf diesem grauen Gitter lande, richtig? Yep. Hast ja noch einen Versuch. Ah ja. Hey, 18,8. Das muss man erstmal hinkriegen. Du warst vorhin, glaube ich, unter 18. Kann sein. 17,9 warst du vorhin. Fakt ist, jetzt kommt meine absolute Lieblingsaufgabe. Nicht. Deswegen Concentration im Moment. Genau deswegen nämlich. Aber das kriegen wir hin. Wir brauchen aber noch 2 und ich hoffe, dass die Federkappe noch hält. So, jetzt müssen wir noch schnell zur Plattform in der Mitte. War knapp daneben. Soll die miese Tatze lügen? Du bist lieb, brav und unschuldig. Also, naja, da muss ich ja nochmal wirklich nochmal drüber nachdenken. Na? Sollte ich mal den Weihnachtsmann stecken, ne? Aber hast du gut gemacht, Sunny. Danke. Ohne Arschbombe. Ich heiße ja auch nicht Basti. Hm.
Musst du beim zweiten Mal den normalen Weg nehmen? Nein, muss ich nicht, aber... Du hast jetzt keinen Bock auf Experimente. Jo. Ich will einfach vermelden, dass der andere Stern erscheint. Ach so, dass du in den reinrast und dann... Ja. Das ganze Ding dann nochmal machen musst. Genau, so sieht's aus. Ah. Ich capisce. Aber ich werde ja Sunny dann heute nach dem Stream noch mit dem zweiten Teil von Austin Powers foltern. Dazu genießen wir vielleicht ein Gläschen Met, dann wird es gleich noch lustiger. Das war aber kurz vor knapp jetzt. Und wir haben noch zwei Flaschen Berliner Weiße da. So, komm doch mal mit, Kleiner. Kirschmet. Einmal Expresslieferung für die Pinguinmutter. Dankeschön, danke, dass du mir mein hässliches Baby gebracht hast. Ich wollte es eigentlich schon abschieben, ich wollte es eigentlich schon fressen. Und du Arsch, bringst es mir vorbei. Kannst du mal sehen, Rabenmutter. Jetzt frisst es. Hab's, weg ist es. Nee. Roman Met oder Berliner Weiße? Ah, verdammt, daneben. Sami, knapp daneben ist auch vorbei. Ach nein, hätte ich jetzt nie erwartet. Sani muss ja vor unter sarkastische Kommentare leiden. Ach du, das bin ich gewohnt. Das gibt da noch so einen komischen Yoshi. Yoshi! Das kann ich nicht, das kann man ja. Yoshi! Oh nee. Nee, das wird nicht. Ich hab die Stimme nicht dafür. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich auch nicht. Drakes Stimmfarbe ist ja nun bitte. Doch sehr speziell, finde ich. War doch gar nicht so schwer, oder? Nö, nee, gut gemacht. Warum nicht gleich so, Sunny? Tja. Wenn ich das nur wüsste. Ich hatte das letztens erst beigebracht und du verkackst es wieder. Vor allem ja, ich. Fakt ist, er hat mir vorhin tatsächlich wirklich einen guten Tipp gegeben. Das ist unglaublich, ja. Wobei ich das eigentlich auch schon mal so gemacht hatte, wie Basti sagte, aber ich habe es irgendwie wieder vergessen. So, jetzt geht's ab auf die Eisbahn. Juhu! Okay. Das Spiel. Das war natürlich nicht die eleganteste Variante. Na, zum Glück hat Mario ein dickes Polster. Ja, nicht nur eins. In seiner Latzhose. Hey! Wir wissen doch genau, woran du wieder denkst. Na, so wie vorne und hinten. So. Na. Genau, die Hose ist voll. Dann wollen wir jetzt mal den Cheetah-Pinguin herausfordern. Gut, dass ich das Link-Posting deaktiviert habe. Die würden sonst alle Clips erstellen, oder was meinst du? Nee, Roman hat aus Versehen die Punkt-Hose geschrieben. Ach so. Da hätte der Bot ist wahrscheinlich als Link. Ah nee, Roman ist ja sowieso Mod, ist ja sowieso kein Problem. Da. Alter, nein. Kannst du vergessen, Pinguin. Ah, ich habe ja auch diese Caps Protection ausgestellt, weil stört mich eigentlich nicht wirklich, wenn man es nicht übertreibt. Da soll man schon so viel Freiheiten wie möglich haben. Ja, mit dem Handy ist immer so eine Sache mit dem Tippen. Ich kenne das ja selber. Da kommen dann manchmal die merkwürdigsten Sachen bei raus. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ja. Aber wir haben schon 16 Sterne, das heißt, das geht auf jeden Fall.
Ach so, ganz wichtig ist, es gibt hier noch einen Stern, den wir holen können. Ui, ein Stern, kein Mond. Ganz recht, ein Stern. Sind wir etwa im Pilzkönigreich? Tja, Ui. Kannst du mal sehen. Das fand ich cool in Odyssey, das mit dem Pilzkönigreich und mit den Sternen. So, mal gucken, ob ich zählen kann. Da sieht man wirklich, wie empfindlich dieser Joystick ist. Das war gut. Na dann guten Flug, würde ich sagen. Ich will's hoffen. Denn auch hier muss ich wieder Zielwasser beweisen. Wow! Nicht schlecht. Ich sehe und staune. Also wenn das mal kein Flug nach Vorschrift war, dann weiß ich auch nicht. Und dann noch Punktlandung. Perfekt. Jupp. Da bin ich erstmal eine halbe Stunde rumgegurkt. Lol, als wenn da eine Kante war. Mario findet übrigens überall Kanten, auch da, wo keine sind eigentlich. Sunny, das nennt sich Treppengeländer. Also da, wo ich gegengeprellt bin, da war definitiv noch nicht das Geländer. Mario ist heute wieder in Kollisionslaune. Ja. Das kleine Rote muss in das große Schwarze, also ab ins Loch. Ja, einlochen ist ja immer sowieso immer so eine Sache. In jeder Hinsicht. Sunny stöhnt schon wieder. Da hätten wir die Vorlage gegeben. Das hörte sich jetzt sowas von verkehrt an. Wie kann ich mich nur von all den Sünden reinwaschen, wenn ich wieder zu Hause bin? Oh Mann. Nein, aber ihr wisst, dass das alles nur Spaß ist. Genau, alle Löcher sind tief. Genauso wie stille Wasser tief sind. Na, die sind nicht so tief wie dunkle Löcher. Und schmutzig. Ja, das kann durchaus auch sein. Das liegt durchaus. Oh, furchtbar. Danke, Roman. Oh Mann. Wenn das so weitergeht, brauche ich einen Psychologen, wenn ich hier rauskomme. Ja, kannst du mal sehen, ne? Kannst du mal sehen. Haben sich alle verändert, seitdem sie hier waren. Oh. Welche denn? Die im ersten also die im Erdgeschoss oder die im Keller, Roman? So, jetzt bin ich wieder zurück von der stillen Treppe. Aber wir haben dich gar nicht die Stufen runtergehen hören. Du, ich bin so leichtfüßig wie ein kleines Kätzchen. Ich glaube, das sieht Betsy etwas anders. Betsy ist sauer. Ja. Und ich möchte wetten, Dienstag geht sie mir nicht mehr von der Pelle. Ach ja, halt, stopp. Aber zumindest müssen Sunny und ich nicht zum Lachen in den Keller gehen. Mein Keller ist schön warm. Hallo, Sesam, öffne dich. Ja, es geht auch noch in Ordnung, mein Lieber. Es geht auch noch in Ordnung. Na, das hat doch wunderbar funktioniert.
Miau. Was hast du gut gemacht? Danke. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ching Chang Peng Ai weg. Da musst du hin. Konnichiwa. Ja, du mich auch. Ich glaube, unser Fake-Chinese könnte das übersetzen. Bestimmt. Aber ich kann euch sagen, was das bedeutet. Das bedeutet, locke den Alcano heraus. Hui! Der Soundtrack ist wirklich schön. Ja, definitiv. Jawolla! Hast du ihn buchstäblich am Schwanz gepackt, Sunny? Ja. Natürlich, immer doch. Ja. Wie sich das für einen Aal gehört. Das ist gut. Der Glückliche. So. Weiter geht's. Also Leute, wie immer, wenn ihr ein Niveau sucht, geht woanders suchen. Genau. Am besten defollow und deabonniert und verbrennt euren PC. Gebt mir eure Adresse und ich schicke euch das Benzin. Ich will aber Beweisvideos. Okay, Basti, das reicht. Wir wollen nicht alle Zuschauer vergrauen, ne? Hey, du weißt doch, auf YouTube mal unanieren, kommentieren und abonnieren. Okay, so. Genug flache Witze. Wir sind ja noch vor 22 Uhr. Okay, also die Stampfattacke war schon ein bisschen doof, ne? Ja, ich weiß, das war ein bisschen zu früh, aber it's alright. Ah, Roman, kein Problem. Nivea habe ich hier. Ach nee, du schreibst ja Niveau. Aber Roman... Ups, okay. Das wollte ich jetzt nicht. Wenn Basti schon nicht das Niveau ist, dann sorgt schon jemand anders dafür. Genau. Mann, der sieht ja aus wie Karl-Heinz. Extraordinär. Ja, ja. Genau. Natürlich. Raus, oder die Wanze ist platt. Mann, mach Sachen. Lass noch mal hören. Raus, oder die Wanze ist platt. Welche Wanze? Eine Mann in die Wagen, hopp, hopp. Wenn ihr nicht sofort aufschreit, schlage ich euch auch kurz und klein. Sagtet ihr etwa kurz und klein, kann das sein? Schluss, raus jetzt mit euch! Was sagt der Kerl? Schulz, ich sauf jetzt mit euch. Ach, Gott. Guck ihn dir an. Der hat auch nicht mehr Grips als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. Okay, Stunde der Wahrheit. Wir gehen zu Bowser. Oha. Concentration. Aber erstmal rutschen wir elegant vom Treppengeländer gegen die Tür. Wenn ich mal überlege, ich habe in meinem Run für 8 Sterne 26 Minuten gebraucht. Sonja hat in der Zeit schon 22. Ja! Du musst dich nicht verstecken, Basti. Nee, nee. Jeder fängt mal klein an. So ist es. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Du kannst ruhig hingucken. Es ist alles in Ordnung. Alter, die Nerven. Es läuft alles nach Plan. Okay, außer das hier. Das lief gerade nicht nach Plan.
Sunny schaut gerade so aus, als hätte sie gerade einen tierischen Krampf. Total konzentriert. Na, was heißt Krampf? Du fühlst nicht das, was ich gerade fühle. Kann ich mir gut vorstellen. Das war wirklich lucky, dass ich da nicht in der Tonne gelandet bin. Das wäre scheiße gewesen. Thank you! Thank you! Thank you! Alles das an! Ja, ist das das Alphabet der Super Mario? Klar! Wow! Das war ja mal der Hammer! Goal! Nice! Just what I needed. Basta. Oh. Hat man lang nicht mehr. So. Sexuelle Belästigung. Panda, seid nicht dies, schaut nicht her. Seid schön, was seid euer Panda mehr. Gut oder schlecht, das erklärt er euch. Nur sexuelle Belästigung. Panda. Jetzt spielen wir eine Runde Marios Menschen. Oha! Naja, auf dem Friedhof waren wir ja vorhin schon. Oh ja. Wow. Ups, nein, da wollte ich gerade nicht rein. Schön, Roman, dass du dir vorstellst, dass ich der sexuelle Belästigungspanda wäre. Ja, ich kann schön singen, ne? Keiner kann schöner singen als ich. Alter, dieses Buch! Ich muss wirklich nicht belesen sein. Jetzt muss ich nur gucken. Ist der überhaupt schon da? Ja, der ist schon da. Dann ist ja gut. Du zieh doch nicht so ein Gesicht! Agar! Alter Schwede. Nein! Alles okay. Nein! Basti, du Arsch, ich weiß. Tief durchatmen, Sunny. Ja, genau. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Na? Aber gehen wir erstmal auf Geisterjagd. Um ein wenig etwas Entspannteres zu tun. Nein, da geht's nicht zur Geisterjagd. Aber hier geht's. Guter Plan. Ja.
Ich habe mal gesehen, wie da jemand in das Bild reingekrochen ist. Ja, das geht, wenn du die Kappe dazu hast. Ah. So, 3 Stück haben wir schon mal. Das macht er ja gerne. Glück gehabt, dass ich die noch erwischen konnte im Gelände. Mhm. Hat er sich eben zurückteleportiert oder? Naja, was gerade eben richtig lustig aussah, du hast die Tür aufgemacht und dahinter war eine Mauer. Sehr gut. Weg ist Big Boo! Als ob der den Stern nicht kriegt. Ja, demnächst werde ich auf jeden Fall mal wieder Luigi's Mansion weitermachen. Dass wir da auch mal zum Ende kommen. Und dann werden wir mit Sicherheit auch mal wieder mit dem Flixbus durch die Bundesrepublik fahren. Ganz chillig. Hast du eigentlich schon mal den guten Drake besucht in deinem Flixbus-Simulator? Fährt leider nicht Bremerhaven an, sondern nur Wilhelmshaven. Ah. Ja. Das ist schade. Ja, auch deine Heimat wird nicht angefahren. Wir gehen jetzt gleich das Geisterkarussell besuchen. Okay, das sah gerade ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Aber das ist halt ein etwas älteres Spiel. Dem Seil verziehen. Das glaube ich dir, Roman. Wir hätten dich auch gerne hier, so ist es nicht. Alter, gib mir doch endlich den Stern, Mensch. Dann würden wir hier zu dritt Blödsinn machen. Arme Betsy. Mhm. Die packt ihre Sachen und haut ab. So. Das war aber erstmal alles, was wir in... Naja gut, ein Stern würde es noch geben, aber wir gehen eh nachher nochmal in dieses Level rein. Schauen wir uns erstmal im Keller um. Da ist es spooky. Und da gibt's böse Häschen. Hasenbraten. Yummy. Schön mit Klöße und Rotkohl. Ja. Hat leider nicht geklappt diesmal. Hast du das gesehen? So ein flinkes Scheißviech. Dann jagen wir es halt in die andere Ecke. Soll mir auch recht sein. Also... Warum hat es uns nicht festgehalten, ja? Ich versteh's nicht. Oh, du Scheißhase. Auch dir eine dicke Umgebung. Umarmung, mein Lieber. Geh doch. Und weil ich euch alle so gerne hab, schicke ich euch jetzt in die Wüste. Oh, da ist warm. Die gute Wobbi-Waba-Wüste. Genau. Lecker schmecker Hasenbraten. Schön Kaninchen. Und da haben wir schon mal Licht in die Pyramide gebracht. Genau. Gott sprach, es werde Licht. Sorry, wenn ich nebenbei nicht ganz so viel kommentiere. Ich versuche mich einfach ein bisschen zu konzentrieren. Kein Problem, Sandy, dafür bin ich ja da. Ja, es ist immer schön, einen lieben Co-Kommentator an der Seite zu haben. Na, siehst du.
Ach ja, daran erinnere ich mich. Aber es macht schon mal Spaß, nur das Spielgeschehen als Zuschauer zu begleiten. Mhm. Ist mal eine andere Erfahrung. Na. Dank der Bullshit, Alter. Genau. Na bitte. Hast aber gut gestärmt. Mhm. Dankeschön. Genau. Das war alles geplant. Ist da nichts drin? Hego. Sieh dir doch selbst mal runter, die Furzharmonika. Furzharmonika finde ich mal so geil. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die vier Säulen der Pyramide uns gnädig sind. Es ist immer schön, wenn man so richtig reinkommt und es dann läuft. Wie eine Nase. Genau. Wow. Also ich muss aber schon sagen, so ein bisschen vermisse ich schon ein bisschen die Zeiten. Oh. Da steckt da seine Nase direkt durchs Gitter. Ja, so wie vorhin durch den Baum. Ja. Das ist schon so ein bisschen die Zeiten, wo halt viele immer Sounds gespammt haben und viel gezockt wurde in Botspiele. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber gut. Ja. Dann ist es halt so. Ups. Na gut, dann nehmen wir nochmal Anlauf. Jupp. Sehr gut. Naja, wenigstens klappt das Fliegen jetzt richtig. Ja, oh, das war knapp. Da, 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 da. Betsy macht doch eh nicht so Katzenjammer. Echt mal. Zip. Oh, oh, das war knapp. Puh. Nein! Ah! Das geht aber noch, das geht noch. Kannst du noch retten? Ja. Nein! Nein, 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 nein! Oh no! Mamma mia! Mamma mia! Ich wollte experimentieren. Ich hab doch gesagt, dass ich das lassen sollte. Kein Risiko. Ach, du bist nur abgerutscht. Böse Kamera. Ganz böse Kamera. Jetzt gehe ich aber auf Nummer sicher. Das Gute ist, man landet ja wieder in der Pyramide. Jupp. Und ja, ich hab's heute definitiv mit dem Knapp.
nein! Das ist so nicht wahr! Oh, Mann! Leck die Kuh, ey, leck die Kuh! Aber so richtig! Am besten dann, wenn sie gerade frisch geschissen hat. Och! Das ist wirklich eklig. Ich weiß, der Stern hängt da vor meiner Nase, aber um richtig dran zu kommen, möchte ich gerne hierher. Das, Alter. Das war mal echt schwierig. Warum? Wieso? Das war echt schwer. Also, ich weiß ja nicht, wo euch das geht, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis. Oh, ich geh mal lieber. So ein. Ciao, Sally! Nun lauf doch nicht davon. Na gut, ich komme ja schon wieder. Ich bin ja schon wieder da. Ich kann sowieso nicht, ich bin verkabelt. Ja, du bist an der Leine. An genau, genau. Ach, mit dir, Roman, hat es ja auch richtig viel Spaß gemacht, unsere Streams. Die waren auch sehr unterhaltsam und vor allem lustig und es war echt schön mit dir. Ich muss sagen, der Super Mario Bros. 3 E-Reader Stream mit dir und Basti, der hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, war auch cool. Ich habe mich wirklich sehr amüsiert, aber natürlich auch mitgelitten mit euch beiden. Oh ja, es war schon fies. Wow. Aber wir haben's tapfer geschafft. Ja, ich auch, mein Lieber, ich auch. Und die Zeit verging auch viel zu schnell, so wie gerade bei uns hier. Ja. Das ist nicht normal. Oha. Nein! Mann, ich hasse es. Ich hasse es wirklich, dass Mario an solchen Dingen abprallen kann. Es kotzt mich einfach nur an. Ja, das glaube ich dir. Seriously. Absolutely, absolutely. Ja, bye bye, genau. Also heute, Sunny. Wie gut, dass es halt nicht um die Wurst geht. Bei solchen Sachen denke ich mir echt nur, fick die Henne, ey. Da verstehe ich keinen Spaß mehr. Das glaube ich. Mann, mach das Auge auf. Los. Ich sagte los. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Du hattest das Auge auf. Hör doch mal auf hier zu betrügen, verdammt noch eins. Das Händchen hat halt ein Auge auf dich. Ich mach das Händchen jetzt kalt, so. Eiskaltes Händchen, ja. Oh, du hast kein Leben mehr. Eieieiei. Egal. Entweder es ist Game Over oder es ist nicht Game Over. Werden wir dann ja gleich sehen. Entweder oder. Oh, jetzt wird's kuschelig. Ja. Jetzt wird es heiß. Es wird heiß, heiß, Baby. Na, wenigstens hat das jetzt auf den Punkt hingehauen. Was man kann, kann man. Nicht wahr? Heiße Schoki ist eine schöne, feine Sache. Mhm. Stell ich Sunny morgen früh wieder unter die Nase. Dankeschön. Ja.
Ich bin das gar nicht gewohnt, jeden Morgen so verwöhnt zu werden. Jo, ist richtig. Ja. Aber eins kannst du glauben, Roman, wären wir nicht angeschnallt gewesen im Auto, wäre mir Sunny doch wahrscheinlich liebevoll, mit ihren Händen um meinen Hals gefahren, wo sie den Umschlag aufgemacht hat. Ja. Na eben. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und ich sag mal so, nur deswegen konnte ich mir auch den Pro-Controller erlauben, ne? Natürlich. War ja auch dafür gedacht, dass du dir was Schönes kaufst. Deswegen, Roman, ich würde mich freuen, mit dir auch mal wieder eine Runde zu zocken. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht mal wieder mal einen schönen Community-Stream machen, vielleicht. Mhm. Mit irgendwas Coolem, was wir dann auch so zocken können. Ja. Das ist natürlich schade, dass Super Mario Party natürlich ausfällt aufgrund der beschissenen Online-Funktionalität. Ja, leider. Das ist echt traurig. Aber wir finden sicherlich was. Dann machen wir vielleicht mal wieder ein kleines Community-Projekt. Wer nicht kommt, ist selber schuld. Und wenn wir drei es nur sind, dann ist es auch okay. Und haben die anderen halt Pech gehabt. So. So sieht's aus. Denn wer nicht will, der hat schon. Boah. Sunny, das war jetzt aber auch kein Stück knapp, oder? Nein, kein bisschen. Aber gut gemeistert. Ach gut, dass wir sowas für die Nachwelt festhalten, ne? Ja. Was glaubst du, wie schwer das war, da eben nicht Panik zu schieben? Ja, das mag ich schon glauben. So. Jetzt gehen wir nochmal den anderen Weg im Vulkan. Oh Gott, das Ding. Der Pfannekuchenmacher. Oh, da ist gerade ein Bulli in die Lava gefallen. Ne, weißt du, hier in Berlin gibt es einen Laden, da kannst du Keksteig am Stiel kaufen. Okay. So Cake Pops. Ja. Auch eine coole Sache. Das kommt mir bekannt allerdings vor. Nicht. Ja, also wirklich Keksteig zum Naschen für unterwegs. Aha. Okay. Naja gut, roher Keksteig, den gibt es ja auch bei den Amis ganz viel so in großen Bottichen zu kaufen. Mhm. Aber hier kriegst du den halt in verschiedenen Geschmacksrichtungen und so weiter. Okay. Das ist halt ein spezieller Laden, aber der liegt mitten im Prenzlauer Berg, das ist wirklich Assi-Gegend. Mhm. Und verstaut bis oben hin. Aber letztendlich wäre es durchaus irgendwann mal doch mal eine Reise wert, da mal vorbeizuschauen. Mhm. Wir haben ja so viel. Wir haben zum Beispiel hier auch einen Rittersportwerksverkauf. Oh, okay. Also einen richtigen Shop von Rittersport. Mhm. Verkaufen sie alle Sorten wirklich in den Regalen. Sind alles nur Rittersport. Mhm. Da kriegst du auch so 2 Kilo Säcke. Ja. Und sowas alles. Das ist auch unglaublich. Aber hier gibt es schon eine ganze Menge. Aber Staub war jetzt erstmal. Hui. Ich wollte ja unbedingt einen Teddy haben, ne? Oh, oh, nein, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Gut, dass ich das Leben eingesammelt habe. Ah, er hat den Weitsprung nicht genommen. Zum Beispiel Rittersport mit Marzipan, Roman. Wobei ich finde, die Rittersport mit Marzipan, die schmeckt gar nicht so gut. Okay, also ist halt Geschmackssache, ne? Ja. Aber das ist meine definitive Lieblingssorte von Ritter. Komm, jetzt zeig's mal dem Bulli. Oh, come on.
Okay, dann halt so. Ist jetzt nicht der schnellste Weg. Wehe. Ich wollte gerade sagen, ich drücke lieber noch mal ein Stück zurück. Aber du hast es gemeistert und das ist die Hauptsache. Here we go! Ich glaube, ich nehme doch gleich wieder die Federkappe. Ist definitiv der sichere Weg. Aber wir haben zum Beispiel auch Tafelschokolade von Stork mitgenommen. Von Merci. Ich hätte ja gerne die Wer das Original-Schokolade gehabt, aber die hatten sie leider nicht da. Dafür aber, Roman, das Popcorn mit Brezeln drin. Also. Lol. Fick dich ins Knie, du scheiß Teleportierdings. Das ist mies. Ja, Brezeln und Popcorn, das ist schon eine witzige Geschichte. Hat mich jetzt wertvolle Zeit gekostet. Yep. Na, greif mich doch an hier. Ja, ich habe Merci Schoki mit Marzipan, mit weißer Schokolade und mit Nougat mitgenommen. Da kam eine Tafel, 1 Euro. Sehr gut. Einfach so, jetzt bin ich. Nein. Du hast ihn sprichwörtlich gebasht. Ups. Der gute Toddy. Genau. Oh, jetzt geht's in die Tiefen. Mhm. Ich habe Tiefen gesagt, aber du musst es doch nicht wirklich warm machen, Sunny. Also, nochmal, aber richtig. So soll man es machen. Genau. Spinne, geh mal weg. Scheiß Plattform. Okay. Sehr gut, endlich. Ich frage mich eigentlich immer wieder, wie... Oh, nö! Plan B. Ich frage mich immer wieder, wie Drago streamen kann und zur gleichen Zeit mit zuschauen. Tja. Er hat irgendwie wie viele Monitore? 3, 4? Naja, nee, er kann sich ja bloß mit einem Twitch-Account... Also er kann ja nur... Achso, er könnte nebenbei noch mal einen Stream laufen lassen. Wo der Ding ist. So. Was habe ich vergessen? Roman? Ja, S? Oder Eis? Oder S? Schnitzel. Das ist ja schon mieser Stern, ne? Mit diesem Gejappe. Ja. Das ist auch einer der schwersten Sterne, deswegen mache ich den jetzt, wo ich noch einigermaßen fit bin. Ja. Aber hey, wir sind schon bei 41 Sterne. Das ist schon das mal ist gut. Doch schon mal ganz ordentlich, würde ich sagen. Auch wenn wir an einigen Stellen natürlich schon etwas Zeit verloren haben. Ach so, weil du runtergefallen bist. Ach so, ja, wegen dem Loch. Ach so. Oh,
Ja, ich hab Sunny mal gelöchert. Guck hier, der war schlecht. Immer der mit seiner Arschbombe, ne? Allerdings. Allerdings. Könnte man sich ja was reindichten, aber. So. Ab in den Nebel. Ab in den Nebel. Der Flattermann hat's aber auf dich abgesehen, ne? Ja. Hi. Au. Da ist der Stern schon. Here we go. Give me the star! Thank you very much! Du Drückeberger, du! Klar! Ay, caramba! Dum 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 dum. Ja, du solltest schon nach runter. Wenn auch nicht gerade so. Danke, Mario. Es ist immer wieder eine Freude mit dir. Was macht ihr denn für einen Blödsinn? Das hat eigentlich alles Sinn und Zweck, wenn die Kamera mal so wollte. Was machst du denn da? Das wirst du gleich sehen. Okay. Musst du da anklopfen, oder? Das geht eigentlich anders. Alter Schwede. Puh. Ich hab mich schon über die Kante rutschen sehen. Ja, ich auch. Normalerweise braucht man dazu eben die Titankappe, um auf den Schalter unter Wasser zu treten. Stimmt, genau die, ja. Aber die haben wir noch nicht. Da wir Nessie noch nicht besucht haben. Ja, eine Schande. Nessie ist so lieb. Und so violett. Und hat so einen schönen langen Hals. Jawoll! Na, das war nun wirklich einfach. Na, muss ja auch mal sein, ne? Mhm. Überleg mal, du hättest heute das andere gespielt. Oh Gott, nein, danke. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich selber stream, aber... Es sah aber interessant aus. Ja, das auf jeden Fall. Ja, klar. Nein! Musst du mich so erschrecken? Ja! So, dann wollen wir mal sehen, dass wir den zweiten Schalterpalast machen. Genau, immer schön schwimmen, ne? Schwimmen, schwimmen, schwimmen.
Und schwimmen. Na. Hättest du jetzt mal die Güte. Aua! So, einmal im Kreis und dann nach da. Yes! So. Und Roman, danke für dein Hosting. vielen Dank. Woohoo, jetzt kannst du aber Gas geben. Yes. Ups, okay. Das war so zwar noch nicht geplant, aber in Ordnung. Dann nehmen wir die schon mal mit. Habe ich die Münze jetzt? Ja, habe ich. Nehmen wir das Leben noch mit. Hat er sich aber schön an dem Schalter festgekrallt, so. Ja, Rutsch. Das macht er immer. Das macht er bei mir immer. Ach, die andere Münze liegt natürlich vorne, ganz klar. Warum auch nicht? So. Sehr schön. Können jetzt noch die 8 roten Münzen sammeln, aber das will ich in dem Level ehrlich gesagt nicht. Okay. Stattdessen krallen wir uns gleich den nächsten Schalterpalast. Juhu! Ich bin ja mal gespannt, wann wir bei den 50 Sternen dann ankommen. Na, das wird ja nicht mehr allzu lange dauern. Ich will's hoffen. Dann kommt der nächste Bowser, ne? Oder? Der nächste Bowser kommt schon mit 30 Sternen. Ah ja. Mich würde das einfach nur mal interessieren. Ich mag diese Plattform nicht. Ja, sag doch, ich gleich. Hast doch da eine spezielle Erfahrung mitgemacht. Ich traue dir nicht weiter, als ich sie sehe. Ah, die sind doch so schön kuschelig. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Mhm. Wer braucht schon Kappen? Roman und ich sind ja hier fleißig am Gymgarten. Ja, ich drücke euch die Daumen. Aua! Ich meine. Also nun. Da wollte ich dir nochmal viel Glück wünschen. Ja, aber nicht mit meinem Daumen. Hat Aua gemacht. Ja. Ah, es hat schon 46 Sterne, das ist schon mal klasse. Ja. Ich bin immer wieder beeindruckt,
wie du das meisterst. Ach. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Das ist halt das Level, wo man merkt, wo man den Unterschied merkt zwischen der japanischen Shindo Edition und der europäischen ROM. Weil die europäische ROM, die lackt an dem Level ziemlich. Okay. Gerade bei dieser Passage hier, mein Gott. Das habe ich jetzt eigentlich nicht bei der deutschen ROM eigentlich jetzt nicht bemerkt. Okay. Zumindest haben Drake und ich das Problem mit der europäischen Version. Ja. Das freut mich, dass du dich sehr unterhalten fühlst. Und wir haben auch richtig viel Spaß bei der ganzen Sache. Auch wenn Sunny heute die Leidtragende am Controller ist. Also Mario, du bist gefeuert, genauso wie dein Kameramann. Ja, der ist ja sowieso Rotte. Bitte, geht doch. Das freut mich auf jeden Fall auch, Roman. Zu Bowser gehen wir noch nicht. Den lassen wir noch ein bisschen schmoren. Das war Betsy. Dann solltest du sie allerdings mal untersuchen lassen. Ja. Ja, ist klar. Du bist ja auch nur überhaupt nicht durchgeflogen. Durchgeschwommen. Geschwommen, genau. Schaffen. Ja, verarsch mich. Doofer Manta-Rochen. Du bist, weiß Gott, schon wie oft da durchgeschwommen. Ja. Genau. So, ich muss mal ganz kurz gucken, welches die erste Kiste war. Ich glaube, es war diese hier. Ja, hallo. Sesam, öffne dich. Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong, die Ex ist tot. Sie ist schon tot. Sie ist schon tot. Okay. Ich glaube, ich hätte die eben öffnen müssen. Ja. Meine ich doch, dass da was war. Die in der Mitte ist nämlich die letzte. Aber es gibt hier noch eine. Na super, dass ich hier gerne Apfelkuchen mit Sahne verloren habe. Tja. Oh, wahrscheinlich saure Sahne. Warum hast du wohl verloren? Ganz einfach, weil der Apfelkuchen schon gegessen wurde. Ach ja, die Sache ist schon gegessen. Hallo? Kann jetzt dieser Scheißtruhe mal aufgehen? Das Glück ist hier nicht hold, oder? Lol. No! Verdammte Zwischensequenz! Schiebung! Ich wurde während der Zwischensequenz weiter in den Strudel gezogen. Skandal! Skandal! Im Sperrbezirk! Skandal um Rosi! Oh, Roman, gratuliere! Bist du die Erste? Nein. Du warst nicht die Erste, okay. Na,
Aber du bist die Erste, das weiß ich. Ja. Kannst du mich da bitte wieder rausholen, Roman? Dankeschön. Aber Bowser bietet ja ein First-Class-Gefängnis mit Plasma-Fernsehen und mit All-You-Can-Eat-Buffet jeden Tag. Ja. Warum habe ich mich dazu entschlossen, diesen Scheißstern zu machen? Warum? Ja, Sunny, das kann ich dir auch nicht sagen. So, jetzt mache ich das aber richtig. Diesmal war ich zum Glück weit genug weg. Ja, nicht, dass das nochmal passiert. Das war nur wirklich ärgerlich. Kommen wir zu etwas entspannteren. Das klingt gut. Ich sollte zwar nicht so viele Sterne in dem Level machen, weil die Sache mit dem Schwimmen natürlich extrem viel Zeit kostet. Aber da ich meine Route jetzt nicht habe und so und später umso weniger Sterne machen muss in den Leveln, die wir jetzt noch nicht erwähnen wollen, tick, ist das schon tack, ganz gut. Tick, tack, tick, ja, Tic-Tac-Trauma geht eigentlich. Das geht eigentlich. Gulliver-Gumba? Ja. Da fällt mir ein, ich müsste mir tatsächlich mal wieder Alice im Wunderland von Disney angucken. Okay. Ach, so lange nicht mehr gesehen. Iss mich, trink mich. Die schönen Disney-Filme. Ja, sicher. Bist ja auch voll durch. Ich dachte jetzt schon. Ja, ich wollte gerade sagen. Also das wäre jetzt wirklich mies gewesen. Auf geht's. Mit Metal Mario durch den Strudel. Yeah, Heavy Metal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, definitiv, Roman, definitiv. Ja, definitiv. Das verarscht mich nach Strich und Faden. Aber hey, 20 Sterne noch. Dann haben wir's. Dann sind die 70 voll. Wow. Ich würde ja sagen, ich wäre sehr froh, wenn ich das unter 1,40 schaffe. Aber ich sag lieber sowas nicht. Du bist noch vorsichtig optimistisch. Vorsichtig, ja, optimistisch. Du glaubst an Wunder, sagen wir es mal so. Okay, das war jetzt fies. Eigentlich habe ich hier einen gemeinen Knopf, diesen Sunny-Ärger-Knopf. Und immer wenn ich meine, sie soll es schwer haben, drücke ich diesen Knopf und dann macht das Spiel mit etwas, was sie nicht machen soll. Aha. Ja. So sieht das also klick, aus, ja. Klick, 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 klick. Oh, danke schön. Danke für die Bonbons. Danke dir. Auch noch Karamell. Oh. So. Aber ich glaube, mein Bedarf an Süßkram ist ja auch fürs nächste erstmal wieder gedeckt. Ja, die Do. Hängt mir gerade jetzt ein bisschen zum Hals raus.
Da muss ich sagen, ich habe früher viel, viel mehr Süßkram auf einen Haufen gegessen. Ey, da verlässt man sich einmal auf die Lava. Und dann macht die Lava nicht, was sie soll. Oh Mann, kein Thema. Wahrscheinlich schließt du dich in der Speisekammer ein und mampfst dich dadurch das Essen. Wow. Dieser Sprung eben war zwar so nicht geplant, aber... Er sah gut aus. Okay. Das war spitze. Das war spitzenmäßig, dass ich das gekriegt habe, ey. Oh nein, das ist nicht spitzenmäßig. Das ist heiß. Toll. Das war so ein toller Run durch dieses Level und jetzt habe ich das verschenkt. Fuck. Kann passieren. Das war übrigens gerade keine Blähung. Du hast Halle, die nur vor sich hinflucht. Also gut, sagen wir mal, es war geistiger Dünnschiss. So, weiter geht's. Basti, du bist wieder so reizend heute. Wie heißt es so schön? Ignorance is bliss. Ich sag nur, Business is Business. So. Scheiß Plattform. Oder wie man so schön sagt, Biss ist Biss. Das sah vorhin mal besser aus. Darf ich mal ganz dezent halt die Klappe sagen? Na gut. Ich bin ja nicht so. Ich hab doch schon eine Klappe. Man kann das nicht schreiben. Nicht wahr? Das ist jetzt egal. Egal ist 66, Sunny. So. Drehen wir Bowser in den Hintern. Jawoll! Ab in den Trichter! Hey, du! Ich frühstücke dich jetzt. Mann, nein! Ich lasse dich nicht an meinen Schwanz. Mann, oh! Ich glaube, ich muss gleich. Yes. Du blödes Arschloch! Ich würde ja fürs Try sagen, aber das ist nicht ganz wahr. Ah, der war gut, Sunny. Also ich fand ihn gut. Auf jeden Fall hast du noch so arschknapp die Scheißbombe getroffen. Na. Manchmal will die Steuerung noch nicht so ganz so wirklich, wie ich es gerne hätte. Oh, es gibt wieder Hasenbraten. Ja. Oh. Ich habe geübt. Ja, das sieht man. So, 52 schon. Mhm. Wow, und das wieder 7 Leben. Ja. Das war okay. Und ja, man kann sich an den Dingern übrigens verbrennen, ja? Ach, Tatsache! Mhm. Wow! Ach ja, das Feuer. Könnte sein, dass das so einen Effekt mit sich bringt. So. Ach ja, der schöne Garten. Du Scheißgeist.
Ich glaube, das war gerade. Geh sterben! Gehst du, stirbst du jetzt, krieg ich einen Lachkrampf. Wirklich? Ich sag lieber mal nix. Ich könnte es bereuen. Oh. Hätte auch sagen können, wenn Sunny es in der Zeit nicht schafft, muss sie auf einen Satz all die Schokolade essen, die bei mir im Schrank ist. Aber dann werde ich schon mal einen Krankenwagen bestellen. Ich bestehe drauf, dass du mir hilfst. Oha. Also auf jeden Fall zwei Krankenwagen. So. Du und ich, wir haben hier noch eine Rechnung offen. Wo führst du uns hin jetzt hin? Ins oberste, ins erste Stockwerk, um genau zu sein. Uiuiuiui. Sunny, welcher Stern ist bei dir der unbeliebteste von allen? Irgendeinen Gulliver Gumba auf jeden Fall. Oder Gulliver Gumba im Allgemeinen. Ja, ich müsste eigentlich auf die... Okay, kann ich. Gut. Wer hat denn da die Schmierseife hingeschmiert? Ich wusste halt nicht, ob ich in die Mario-Ansicht schalten kann oder ob das den Timer beeinflussen würde, aber ich habe es gerade ausprobiert und es geht. Ganze 15 noch. Wow. Wir kommen der Sache schon näher. Jo. Roman, kann sein, dass du gerade ein bisschen Verbindungsprobleme hast oder der Stream ein bisschen laggt. Gerade spinnt Twitch rum, aber frag mich wie. Wir haben schon 5300 Frames verloren. Oh Mann. Ja, der Stream ist gerade am Abkacken. So,
fahren wir eine Runde Fahrstuhl. Lieber Roman, kannst du den Stream überhaupt noch einigermaßen sehen? Weil... Ja, ich sehe schon. OBS zeigt die rote Ampel bei uns. Jetzt ist wieder grün. Gut, dann hat sich das wieder gefangen. Ach, ja, wei. Es schwankt. An deiner Internetverbindung kann es nicht liegen, oder? Das ist Twitch. Okay. Müssen wir durch. Nützt nichts. Nee, es liegt nicht bei dir, Roman. Das sind wir. Wir haben hier massive... Ja, OBS spielt Ampel. Ich muss jetzt mal überlegen. Spitze der Stadt. Kannst du pausieren, Sunny? Ich könnte pausieren. Ich muss nur gucken. Auch die Zeit. Ja. Neu gestartet. Hören die den Ingame-Sound überhaupt? Ja, natürlich. Gut. Da ist alles. Alles wunderbar. Alles schön. Gut, dann starten wir den Run. Ja, dann will ich jetzt auch den Timer starten. Wir waren ja bei ca. 1:39 stehen geblieben. Ich habe jetzt leider den Timer, anstatt ihn zu pausieren, resettet. Aber wir wollen sehen, dass wir einfach da weitermachen. Ganz genau. Also wie gesagt, der Frankfurt-Server auf Twitch, der war wahrscheinlich down oder total überladen, total überlastet. Ich muss jetzt nur mal kurz überlegen. Wir streamen jetzt über Amsterdam und finde ich eigentlich eine gute Ausweichroute. So, also weiter geht's, frisch ans Werk. 13 Sterne fehlen uns noch. Genau, und hallo Divinity. Und ja, hallo, grüße dich. Und hallo Insider, schön, dass ihr beide da seid. Freuen wir uns. Ja, das auf jeden Fall. Genau. Na, na, na. Ah, man merkt, ich habe diesen Trick hier lange nicht mehr trainiert. Ja, wir sind hier nicht bei Odyssey, da kannst du nicht mal einen Pippi schmeißen. Ach du scheiß Finkmünze, du. Lol. Lol, auch das noch. Wie geht denn so weit? Bam, 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 bam. Scheiße, ich habe nicht rechtzeitig gedrückt. Jetzt geht alles schief. Jetzt geht alles den Bach runter. Ja, oder ins kalte Wasser. Nach dem. Mist. Nützt nichts. Das konnte man von vornherein vergessen. Ja, das war deswegen schon... Deswegen starte ich das Level jetzt nochmal neu. Das war schon zum Scheitern verurteilt, glaube ich. Das war einfach nur scheiße. So. Echt jetzt? Hallo, da ist das Level! Ich denke mal, das hat wieder was mit den USA zu tun und mit dem Pokémon-Dingens, dass die Server einfach mal wieder... Es will nicht, oder? Nee, es will nicht, deswegen gehe ich jetzt auch den normalen Weg. Ich versuche es zumindest. Alter, es soll nicht sein, es soll heute nicht sein. Hörst du mal auf, so zu schlittern? Alter. Schiebung! Ich bin ja normalerweise niemand, der so leicht flucht, aber ich glaube, ihr könnt verstehen, wenn ich innerlich gerade so vor Wut doch ein wenig brodel. Ja, das kann man durchaus verstehen. Würde mir nicht anders gehen. So, jetzt aber nochmal richtig. Hoffentlich. Ich doch, kann das. Doch, die Hoffnung stirbt zuletzt, sorry. Nein! Diese verkackte Wand, ey!
Ist ja geil. Wie geil ist das denn? Wer jetzt noch nichts sieht, einfach nochmal mit F5 ja. Refreshen. Aber wenn sie nicht sehen, können sie uns wahrscheinlich auch noch nicht hören. Da ist was Wahres dran. Dann mache ich es anders. Als ob. Mario, mach doch mal das, was du sollst. So. Das hier soll eigentlich ein Speedrun sein und kein... Ich tu mich hier super schwer. Ja, wenn einmal der Wurm drin ist, dann... Warum musstest du den Wurm erwähnen? Lol, wie du abkürzt. Ja, und lol, wie viele unsichtbare Wände ich wiederfinde. Ja, du hast ein unsichtbare Wände-Zielsuchgerät. Hättest du das mal auf Toilette liegen lassen? Ja. So. Ist doch wahr. Den Schneemann haben wir. Im Eco ist kein Stern. Zehn Sterne noch. Hui. Und ich hatte ja vorhin das Ziel, das unter 1,40 zu schaffen, aber das können wir ja jetzt glatt in der Pfeife rauchen. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal unter 2 Stunden. Dann bin ich schon mal wieder ganz zufrieden. Ist natürlich weit ab von meiner Bestzeit. Ein Pleitenpech und Pannenstream kann man es schon fast schon sagen. So ein bisschen. Aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, wieder reinzukommen. Das ist schön. Und es hilft mir immer noch. Aber siehst du, Sunny, das ist genau das, warum ich die Streams lokal mit aufnehme. Mhm. Das, wenn die Verbindung mal abkackt und ich muss die Verbindung trennen, habe ich wenigstens das nahtlose Videomaterial. Das ist natürlich super. Ja. Brise? Wo ist die denn? Hä? Die war nicht da. Das war Brise One Touch. Das war Brise in Urlaub. Gab es nicht Brise Cocoon, so ein komisches Ei? Weiß ich nicht. Jetzt ist er da! Voll die Schiebung ist es! Ich werde hier heute echt noch Strich und Faden verarscht. Ja, voll der Beschiss. Geh weg. Ich will keiner sehen, Shy Guy. No! Mamma mia! Okay, alles im Arsch. Nein, Spaß. Alles für den Arsch, wollte ich sagen. Ich glaube, ich gehe mich nach diesem Stream dann mal begraben. Ja, ist in Ordnung, Sunny. Dann werde ich deine Süßigkeiten auch noch in meinen Schrank rollen. Nee, dafür habe ich nun wirklich keinen Platz mehr. Dann musst du sie mit mir begraben! Danke, Roman! Du schaffst es schon. Willkommen zu einem Casual Stream von Super Mario 64. Das, was Sie hier sehen, ist garantiert kein Speedrun. Und ja, ich bin eine totale Anfängerin. Ich spiele dieses Spiel zum allerersten Mal. Ja, und wie ich so weit in das Level vorrücken konnte? Ja, Trainer. Das hat jemand anders für mich gespielt, nämlich der gute Basti hier neben mir. Der ist viel, viel besser in Super Mario 64 als ich. Das könnt ihr mir sowas von glauben. Und das ist der Panda, danke dir, Venedig. Dankeschön. Panda. Und falls ihr euch fragt, Konzentration, ja, die haben wir natürlich auch schon über Bord geworfen. Die macht jetzt Urlaub. Nee, Schlafniedergang.
wurde abgesetzt. Das gibt's doch gar nicht! WTF! Ich konnte das mal. Aber ich werde jetzt diesen eh schon total in die Hose gegangenen Stream nutzen, um diesen Trick zu üben. So, herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ja. Hey, learning by nicht doing, nicht shuffling. Learning by failing. Learning by failing, genau. Learning and failing. LMF. Hey, wir haben was Neues entdeckt. LMF. Ja, ein neues Format. Learning and failing. Fick doch was? Diesen Pilz, ey, ganz aber, ehrlich. Aber Sunny, du weißt doch, alle guten Dinge sind drei. Mach fünf draus. Lass mal fünfe gerade sein. Lass mal fünfe gerade sein, ja. Echt mal. Ey, ich konnte das mal so gut. Naja, so gut ist übertrieben, aber ich konnte es mal. Wann hast du es zum letzten Mal gemacht im Run? Frag nicht. Viele Monate her. Ja, nee, ist klar! Aber zumindest habe ich mal Sunny unplugged. Jetzt lernt ihr mal die andere Seite vom Pilz kennen. Vorhin nur die Sonnenseite. Vorhin nur die Sonnenseite, jetzt die Schattenseite. Naja, lass mal Schatten aus dem Spiel. Hey! An dem Pilz geht halt nichts vorbei, weder eine Sunny noch eine Schatten. Obwohl doch, eine Sunny geht da ziemlich vorbei. Sunny, was lernen wir denn jetzt? Kennen die Vorderseite oder die Hinterseite von dem Pilz? Wie wär's mal mit obendrauf? Wow, das war jetzt aber Glück. Das war jetzt aber Glück. Ich gehe mich begraben. Ich gehe mich wirklich begraben nach diesem Stream. Naja, ich finde dich mit Awesome Powers. So, jetzt aber. Und eins kann ich dir sagen, liebe Sunny, der zweite Teil ist schwachsinniger als der erste. Haben wir wenigstens noch was zu lachen nachher. Oh, das definitiv. Das definitiv. Ich dachte, du wolltest jetzt für uns nochmal eine Zugabe geben für den Pilz. Nee, nee. Mit dem Pilz habe ich abgeschlossen. Genau. Ich muss mich wirklich entschuldigen für das, was ich hier darbiete. Achtung, dieses, da musst du dich doch nicht entschuldigen. Dieses furchtbar schlechte Gameplay. Genau, null Probleme. Ich spiele teilweise wirklich wie eine Anfängerin. Das ist mir wirklich mega peinlich. Ich bin schlechter. Naja, du hast aber auch deine Gründe dafür. Ja, gut. Seitdem wir an den Filtern umgeschraubt haben, sehen die Kugeln aus wie entgegenkommende JPEG-Bilder. Yay, ich hab doch noch ein bisschen Skill über. Ja, aber a little bit. Nur a little bit. Immerhin etwas. Wenn ich gut bin, schaffe ich das noch unter 2 Stunden. ich werde diese Aussage garantiert gleich bereuen. Guck mal, wir haben jetzt Mario 64 Sterne. Ja. So sieht's aus. Bam, bam, bam. Ding, 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 ding. Bis jetzt singt sie schon aus lauter Verzweiflung. Ich mag einfach die Hintergrundmusik und. Klar ist die cool. Bam, bam, bam.
Bam, 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 bam. Dun, 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 dun. Ja, aber gerade so mit Ach und Krach dran vorbei. Wir sind kein Stück crazy. Er mag die Mauer. Weißt du noch, wo ich den Affen ins Wasser ertränkt habe? Das musste man auch erstmal schaffen. Ich habe hier schon ganz andere Dinge geschafft, also. Ist das eigentlich Kiki, der Affe aus A Link to the Past? Ich glaube, der heißt sogar wirklich Kiki. Ja, sehr interessant. Mario hat erstmal den Affen im Hintern. Ja. Oh Gott! Oh, böses Kopfkino. Stup! Welches der Affe? Ist der Affe jetzt mit seinem Schwanz in Marios Hintern oder mit dem Kopf? Dann könnte man natürlich den Begriff Höhlenforscher ausdehnen. Basti, ja? Du hast gerade das Niveau regelrecht getötet. Das ist doch wahr. Ich kann nicht mehr. Komm, 4 Sternchen, du schaffst es dann. 3. Ich hasse die Kamera. Ja, ich auch. Na dann. Nebenbei haben wir heute wunderbare Musikvideos auf meinem Discord-Server in Hashtag Videos Musik gepostet. Unter anderem Super Mario World. Komm, das war lustig. Ja, das war lustig, aber das war nicht lustig. Und hallo Max, schön, dass du da bist. Grüße dich und genieß den Stream. Hey Max, Grüße. So. Jetzt habe ich eh alles verloren, also versuche ich auf dem Scheingeld zu landen. Guter Plan. Geronimo! Okay. Aber, also mich wundert, dass der dich jetzt nicht gebissen hat. Also, ehrlich, ich bin jetzt total baff. Normalerweise machen sie dich sofort BAM, ja? Und dieses Mal wirklich nicht. Mag an dem Affen liegen, den du noch im Mentor hast. Was nicht? Kiki, Kiki, Kakai. Oh, jetzt sind wir schon im Minus-Level, was das Niveau angeht. Ja, die gute Sunny Solero ist bei mir. Ja. Und sie zeigt uns Profi-Skill in Mario 64. Den sie aber zu Hause gelassen hat. Den Blick hättet ihr sehen müssen gerade. Schlimmer als Betsy im Moment. Fast schon so fies, wie als wenn Betsy mich anschaut. So, also der im Stream, der jetzt hier gerade quatscht, das bin ich, der Retro-Basti. Und die neben mir ist irgendwie gute Sunny Solero. Genau. Oder kurz Sunny. Ja, ganz wie ihr mögt.
Ich bin halt hier zu Besuch beim guten Basti. Hab gesagt, ich nutze dazu meinen Urlaub, um mal auszuspannen. Ja. Sieht man, wie du entspannst. Total. Ich ziehe auch überhaupt keine angespannte Miene gerade. Na, kein Stück. Du bist absolut entspannt. Here we go! Chill mal. Ja, ja, du mich auch. Nee. So, uns fehlt noch ein Stern und... Das ist gut, Max. Das freut mich. Dann genieß auf jeden Fall den Stream. Okay, es bewegt sich. Es bewegt sich. Es bewegt sich. Okay. Dreh dich. Da, da, da. Oha. Das war gekonnt. Ja, du brauchst ja bloß noch ein Sternchen. Und dann geht's ja schon zum Bowser, dem Lauser. So sieht es aus. Nix da. Kommt mir gar nicht in die Tüte. Jawoll ja! Kommst du an, ich schaffst es in knapp unter einer Minute. Ich glaube nicht. Das Level dürfte etwas länger sein und wir müssen auch noch zum Bowser. Also zum Level selber hin. Na, das kriegen wir doch auch noch hin. Sehr schön. Na dann, viel Glück. Wollen wir doch mal sehen, wie das läuft. Letztes Level, letzter Bowser-Kampf. Du bist zu still. Hat man dir die Stimme geraubt? Nee, ich bin dir gerade kurz eine Nachricht beantworten auf meinem Server. Außerdem will ich dich jetzt nicht ablenken. Du bist jetzt tief konzentriert. Ach, du quatschst doch schon die ganze Zeit. Ich niemals. Ich bin auch der ruhigste überhaupt und der anständigste. Ja, natürlich. Ja, klar, volle Kanne. Volle Kanne, Susanne. Ich weiß ja jetzt nicht, wer für dieses niedrige Niveau hier schuldig ist, aber... Also die Schuld hat, ne? Ja, der war natürlich mit mehr Glück als Verstand. Nein, das war alles geplant. Ach, alles nach Drehbuch, verstehe. Ja. Und Max, ich danke dir für den Follow. Herzlich willkommen beim Retroman und seiner Crew. Genieß die Show. Ja, spring doch. Heißt doch nicht umsonst Jumpman. Genau. Diese Plattform mag ich übrigens auch nicht. Kann man so schön daneben springen. Sehr schön. So, jetzt aber, komm, jetzt tritt sie ihm aber ins... Ja, wir läuten das Finale ein. Jetzt tritt sie ihm aber sowas von quer in seinen allerwertesten fetten Arsch, bis... Aber hallo. ...bis die Rosette blutet. Okay. Aber eigentlich tritt sie ihn ja nicht seinen Arsch, sondern du ziehst an seinem Schwanz. Du machst die Dinge gerade nicht besser. Was? Also Mario 64 ist wirklich gut gealtert, muss man wirklich sagen. Und Dennis, auch dem so. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen beim Retroman und seiner Crew. Yes. Sehr schön. Hat Spaß und genießt die Show. So. Und der zweite Streich. Ob uns das diesmal auch so gelingt? Tja. Okay, das okay, war aber okay. Knapp, war das war echt Mühe, ne? Dann helfen wir nach, kein Problem. Okay. Das war dezentes Facepalm.
Aber gut, kann ja passieren. Jetzt jawohl, aber. Das sah zwar auch aus, als wäre es daneben gewesen, aber. Ja. Bowser, ich sehe nicht Scheibenkleister! Ich habe das nicht gesehen. Also, das ist jetzt mal wirklich für die Tonne. Und das ist Schublade, Sunny. Also wirklich. Okay, das war jetzt nicht reiz. Dieser Tag ist verflucht. Dabei fing er so gut an. Ach, Bowser, weißt du was? Ich rauch dich in der Pfeife. Ich frag mich zwar eigentlich bei dem bisschen, was wir gemacht haben, wo die Zeit geblieben ist, aber gut. Abwärts! Nein! Du bist doch eine nervtötende Töle, du! Ich lass dich nicht an meinen Schwanz! Was machst du? Ich krieg dir Schleudertrauma! Verdammt! Leider im falschen Moment abgedrückt. Oh Menno! Ja, das Spiel ist schon cool, Dennis. Mir gefällt das nicht, so am Rand zu stehen, aber wir nehmen jetzt halt, was wir kriegen können, nicht wahr? Ja, so ist es. Oh Mann, Alter, ich hab das eben so gut hingekriegt. Es ist wirklich nicht mehr feierlich. Echt verteufelt. Man könnte ja meinen, ich spiele. Willst du? Nein. Ich gebe dir gerne den Controller. Nein, Sunny. heute kein Interesse. Bye bye. Ja, jetzt aber. Sehr schön. Erster Streich. So. Hier wird nicht lang gefackelt. Direkt weiter im Programm. Ja. Da ist die nächste Ecke weg. Dieser Kampf ist aber auch scheiße. Muss man ja mal sagen. Ja, und ich merke halt, meine Konzentration ist, ja. Überall und nirgendwo, aber nicht da, wo sie sein soll. Gut, kann man aber auch verstehen. Nein. Es sind jetzt schon wieder über zwei Stunden. Ja. Ich hätte es gerne unter 2 Stunden geschafft. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Celavi kann nicht immer so laufen, wie man möchte. Aber ich finde trotzdem eine gute Leistung, wirklich. Und ja, wenn man bedenkt, wie lange das her ist, seitdem ich das gemacht habe. Ja. Und es ist ja nicht so, dass ich gerade total an der Kante stehe und eigentlich runterfallen müsste. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns so gut unterhältst. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. So. Ich bin aber dafür, dass wir die Dinge hier und jetzt zu Ende bringen. Das schaut... Nein! Ach, diese... Oh no. Nein, ich muss hier weg. Tusch. Herzinfarkt im Brötchen. Genau, go Sunny!
Du schaffst das. Tief durchatmen. Oh, da kommen aber die Teufelshörner raus. Oh. Deine Scheißflammen nicht mal für dich behalten. Oh Mann! Sprich dich aus, Sunny. Wir sind nach 22 Uhr. Ich stehe wahrscheinlich nicht weit genug weg. Doch, stehe ich. So, jetzt knutsch gefälligst die Bombe, du stickst mit deinem Gesicht mittendrin. Ja, wenn es auf die Harte will, ne, dann... Wow, er zerstört die Plattform nicht? Das wundert mich jetzt eigentlich. Mich auch. Das war gut. Ja, endlich. Sehr schön. Endlich. Oh, oh, wow. Oh, oh. Scheiße, knapp. Bye-bye. Ah, das geht daneben. Bye-bye. Ups. Oh Mann, Mist. Nein. Alter, hör doch mal auf jetzt. Ja, genau das. Jetzt dreht er aber am Rad hier. Ihn jetzt zu greifen. Alter, Mann! Sunny, schaffst es. Ich weiß, geht ein Tier euch auf den Sack, wenn es nicht will. Das wirst du nicht tun. Du hast genug Spiele mit mir gespielt, genug Eskapaden durchgezogen. Jetzt wird hier Klartext geredet. Der lacht sich halb tot, weil er immer daneben aus. Genau. Einmal knuddeln für Sunny. Genug von deinen Spielchen. Danke, Roman. Bye bye. Geh endlich dahin, wo du hingehörst. Ich hasse ihn. Hätte er nicht gleich die scheiß Kugel knutschen können? Ja, verdammt. Ich habe einfach kein Timing mehr. Es nützt nichts. Ja, ist klar. Aber vielleicht, eventuell. Da ist die Bombe. Sehr gut. Ja, er hat sich zu schnell gedreht. Yeah.
als ob der zweimal trifft. Als ob! Wie gesagt, ich entschuldige mich wirklich für dieses Trauerspiel, was ich hier gerade veranstalte. Du bist halt nur ein bisschen eingerostet. Das ist schon kein eingerostet mehr sein. Das ist einfach Pech hoch 50. Alles klar. Wenn ich Game Over gehe, dann ist es das. Dann habe ich bei weiß Gott echt keine Lust mehr. Das kann ich verstehen. So werden wir es machen, wenn Sunny jetzt Game Over geht. Dann machen wir Schluss. Ja. Aber ich will es natürlich durchziehen. So ist es nicht. Ja. Du schaffst es. Danke für deine Unterstützung. Sehr gerne. Jetzt hör doch auf, dich zu drehen, du Scheißechse. Wenn dich hier einer dreht, dann bin ich das. Genau, nur Sunny dreht am Rad. Das gibt's doch nicht. Soll ich dir was sagen? Ja. Bei Drake hätte dieser Treffer gezielt. Meinst? Garantiert. Bye-bye. Sag mal, Sapperlot, wenn einmal der Wurm drin ist, geht er so schnell nicht mehr raus. Dann will ich mal gucken, ob ich diese treffen kann. Bye-bye. Ja, ich drücke immer ein Müh zu spät. Ein Müh. Bowser cheatet. Anders kann es nicht sein. Nein. Scheiß Kameraeinstellung. Lol. Die Plattform sieht mal aus wie so ein Pilz. Stimmt. Ist klar, dass er jetzt nicht angerannt kommt. Ist zwar nicht der beste Winkel, aber... Okay, gut. Ja, gut, das... Nein! Oh, das wär's ja. Oh mein Gott. Nein, 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 das wirst du jetzt nicht tun. Nicht, wo ich dich hier habe. Drückt mir die Daumen, Leute. Bye-bye. Ihr habt dich fest genug gedrückt. Ich will euch richtig feiern sehen im Chat. Genau. Jetzt muss es aber klappen. Jetzt darf es nicht daneben gehen. Boah. Fick dich doch ans Knie, Mann! Jetzt reicht's! Jetzt werde ich aber wirklich sauer hier. Bye-bye. Was ist denn heute verdammt nochmal los, bitte?
Na endlich! Gott sei Dank! Fick die Henne! Noch ist es nicht vorbei. Es gibt Leute, die sind in den Abgrund gesprungen, bevor sie den Stern eingesammelt haben. Genau, Herzchen für Sunny. Danke, Roman. Aber du hast es hinter dir. Du hast es jetzt endlich hinter dir. Aber du hast es durchgestanden. Ganz ehrlich, ich möchte mich nur noch zudecken und niemanden mehr sehen. Oh, okay. Nein, bleib hier. Bleib hier, Basti. Wolltest du in mein Schlafzimmer gehen? Oh, das ja. Ding läuft wieder. Guck mal. Das ist scheiße. Toll. Egal, naja. Lass laufen. Wow. Ja. Ich hoffe, trotz der technischen Pannen und dem, was ich da gerade an katastrophalem Gameplay abgeliefert habe, hat es euch wenigstens ein bisschen gefallen. Also mir auf jeden Fall, es war auf jeden Fall super lustig. Bis auf das Ende hat es mir wirklich Spaß gemacht, aber ihr könnt sagen, was ihr wollt, dass das Ende, das hat gefälligst niemand von euch gesehen. Ja, dass wir uns verstehen. Sunny, ich danke auf jeden Fall, dass du dir so viel Mühe gemacht hast und wir hatten echt viel, viel Spaß und das war natürlich hammergeil. Ja, für technische Pump kann man nichts. Und wenn halt einmal der Wurm drin ist, dann ist er halt drin. Dann kriegt man den so schnell auch nicht mehr raus. Ne? Aber es ist geschafft, es ist vollbracht. Aber ich muss sagen, es war schön, mal wieder reinzukommen. Und wer weiß, vielleicht werde ich es die nächsten Tage einfach noch einmal probieren. Ne? Na, da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und wer die gute Sunny halt noch nicht kennt, der darf sie gerne mal auf Twitch besuchen. Jetzt muss ich das hier erstmal zusammentippen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ja. Und lasst der guten Sunny ein Follow da. Unterstützt sie ein bisschen. Seid in dem nächsten Stream dabei. Macht genauso fleißig mit wie hier. Sie würde sich auf jeden Fall freuen. Das ganz bestimmt. Und ich kann euch sagen, ich bin wirklich nicht immer so schlecht. Und auch bei mir kann man ganz viel Spaß haben. Wie natürlich auch beim guten Retro-Basti. Und herzlich willkommen an Drake, seine Zuschauer. Danke für deinen Raid. Ja. Zum Finale. Ihr dürft noch den Abspann genießen, ihr Lieben. Kein Problem, Drake. Kannst du ja nicht wissen. Aber ich sehe mal wieder, dass mein Raid-Alert immer noch nicht funktioniert. Aber schön, dass du vorbeischaust, Drake, und ja. Guten Abend sagst. Darüber freuen wir uns auch schon. Ne? Genau, genau. Wir haben ja noch ein bisschen, wir haben ja noch einen schönen Abspann. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle da seid. Ja. Jo. Dann haben wir es mal wieder. Wie gesagt, mein Raid-Alert funktioniert mal wieder gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie sieht es bei dir aus? Was machst du so in den nächsten Tagen? Hast du schon irgendwelche Streampläne? Gar keine. Ich habe noch gar keine Pläne. Kann ich nicht sagen, wie es mit meiner Arbeit ist. Muss jetzt viel arbeiten bis zum Monatsende. Wahrscheinlich wird es eher spontan angekündigt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, würde ich mir sagen. Ne? Nochmal einen Blick mal in meinen Kalender machen hier. Samstag wird was. Warte mal. Ja, Samstag wird was kommen. Aber dann lasst euch noch überraschen. Das werden wir. Auf jeden Fall. Dann ja, danke ich auf jeden Fall schon mal, dass ihr alle da wart. Und mit uns diese Show genossen habt. Ja, und ich danke euch natürlich auch für eure Unterstützung. Und wenn jetzt die Gelegenheit nutzen, um die Credits abzuspielen. Denn wir wollen jetzt noch ein bisschen chillen. Ja. Und noch ein bisschen den Abend genießen. Nach der ganzen Nervenaufreibung kann ich das auch wirklich gut gebrauchen. Das auf jeden Fall. Gut, dann sage ich auf jeden Fall schon mal tschüss, euer Retro-Basti. Eure Sunny. Ciao, ciao.
Thank you so much for to playing my game.